Endlich geschafft. Ein knappes Dreivierteljahr nach ihrer Verlobung haben sich Sarah Lombardi und Julian Büscher ganz still und heimlich und in einer absoluten Traumzeremonie das Ja-Wort gegeben. Seitdem tragen die beiden nicht nur einen Ehering am Finger, sondern auch den gleichen Nachnamen. Das Brautpaar hat Lombardi und Büscher abgelegt und einheitlich und total modern Sarahs Geburtsnamen angenommen. Wenn es nach den frisch gebackenen Eheleuten Engels geht, ein ordentlicher Grund zu feiern. Was für ein perfektes Boosting zum Start des Wochenendes. Sarah und Julian Engels scheinen ihr Glück kaum fassen zu können, wie ein neues Video beweist, das die Sängerin jetzt auf ihrem TikTok-Kanal geteilt hat, hier anschauen. In dem Clip zappeln die beiden völlig crazy in ihrem Hochzeitsoutfit ab zu einem Song, der jedem bekannt vorkommen dürfte. Völlig passend zum Wochentag ertönt im Hintergrund der Ohrwurm "It's Friday Teen" von Influencer Mufasa, der damit 2019 einen Riesenhit gelandet hat und mittlerweile weltbekannt ist. Aber schon am nächsten Tag war Sarah Engels in einem Clip schluchzend zu sehen. Fast hätten wir es ihr geglaubt, das Make-up ist verschmiert, die Augen rot und die Tränen laufen ihr in Strömen über die Wange. Sarah Engels, 28, hat einen richtigen Heulkrampf. Doch dieser scheint Teil ihres aktuellen Engagements in einem neuen Film zu sein. Worum es sich dabei genau handelt und was ein Bonbon damit zu tun hat, zeigt das Video. Aktuell könnte es für Sarah Engels nicht besser laufen. Erst vor wenigen Tagen hat sie dem Kicker Julian Büscher, 27, das Ja-Wort gegeben. Dies bedeutete nicht nur für sie eine Veränderung, sondern auch für Sohnemann Alessio. Der hat nämlich nun wie Mama einen anderen Nachnamen. Nicht zur Überraschung von Papa Pietro Lombardi, der dürfte nämlich im Vorfeld der Namensänderung mitreden. Sie ergatterte eine Hauptrolle in einem Film. Die Flitterwochen der frisch Vermählten müssen allerdings noch ein wenig warten. Denn Sarah wagt einen Sprung in ein neues Metier. Statt als Sängerin aktiv zu sein, steht sie aktuell in Berlin als Schauspielerin vor der Kamera. Sie wird die Hauptrolle in einem neuen Streifen verkörpern. Worum es sich dabei handelt, hat Sarah bislang noch nicht verraten. Für ihre Rolle ist die kleine Familie gemeinsam in die Hauptstadt gezogen und hat es sich in ihrer Übergangswohnung richtig gemütlich gemacht.